Das heißt, ich brauche einfach irgendwo irgendeine Kiste zum Aussortieren, richtig? Ja, nehmen wir mal die hier. Wobei, so viel Munition brauche ich gar nicht, oder? Ja, komm, ist okay. Stein kann ich so reinschmeißen. Die schmelzen auch. Überlandleitung, grüne Erbchen brauche ich auch nicht. So sollte das okay. Warum tust du die nicht? Genau. So, so sollte das okay sein. Dann brauche ich jetzt die Türme wieder. Und zwar die da. 4 Stück sollten reichen. Dann die Gatling-Munition, die Roboter hier schon die ganze Zeit rumfliegen, brauche ich dann selber auch. Warum folge ich den Robotern? Was macht ihr da? Ach, die nehmen die Munition. Gib mir die Munition. Die holen die Munition aus den Türmen raus, weil erst wenn die Munition komplett draußen ist, können sie abbauen. Und die Munition zählt halt als, ne? 100 einzelne Gegenstände. Das heißt, sie müssen 25 mal fliegen. Und wie viel können sie inzwischen tragen? Ich glaube, die können sogar nur 2 tragen. Das heißt, sie müssen 50 mal fliegen. Das ist dann natürlich ein wenig unpraktisch, ja. So, Sniper-Muni brauche ich gar nicht. Das heißt, ich gehe jetzt einmal zur... Zu welcher Fabrik? Das ist die alte Anlage, richtig? Da sollte keine Muni mehr sein. Genau, das heißt, ich müsste zur neuen. Und ich müsste auch zur Waffenproduktion. Wohin hatte ich die Waffenproduktion gelegt? War die nicht auch irgendwo hier? Weil die war ganz oben, ja. Geh mal da. Da irgendwo durch. Du kannst mit. Hört auf, das da rauszunehmen. So. Da sind die Pufferkisten. Gib mir. Sehr schön. Also, gib mir die ganze Munition für die ganzen Türme. Dann habe ich die Mauern. Ich habe leider noch kein weiteres MK2-Schild-Ding ins Bauen können. Meine Rüstung ist ganz schön angeschlagen. Kann ich die auch reparieren? Mist. Das heißt, ich muss bald eine neue Power-Armor bauen, weil ich so oft getroffen wurde. Das hatte ich bisher, glaube ich, auch noch nie, dass die kaputt gegangen ist. Komisch, komisch. So, Essen ist problematisch. Und ich weiß nicht, wann Nacht wird. Also ich denke, ich verschiebe den Angriff. Essen brauche ich ja eh noch meine Flammenmunition. Und dann verschiebe ich den Angriff auf den nächsten Tag und werde die Nacht nutzen, um fischen zu gehen. Klingt komisch, ist aber so. So, wo ist meine schöne Napalmmunition? Habe ich die auch irgendwo gekappt? Oder kriegst du weiter hier dein Leichtöl? Na, es kommt nichts an. Ah, wird reichen, aber ist halt nicht wie Schweröl ist problematisch, weil es zu Leichtöl verarbeitet wird. Ich brauche das Leichtöl eigentlich auch, um daraus Fuelblocks zu machen. Also ich habe überlegt, das hier kurz zu kappen. Dass wirklich alles Schweröl nach oben kommt, um dann zu Lubricant verarbeitet zu werden und hier zur Munition. Ich weiß halt nicht, wie sinnvoll das ist. So, euch kann ich wieder umstellen, weil wir ja eh nicht mit Fuelblocks arbeiten gerade. So. Und fischen wollte ich, ne? War ja am besten da hinten. Hier fehlen noch einiges an Türmen. Aber ich denke, ein regulärer Angriff. Hä? So, es war ein Artillerieangriff. Ja, gut, kann ich nichts machen. Das Öl fällt. Ja, nicht mehr lange. Maximal 10 Folgen gebe ich mir. Dann muss das da in irgendeiner Form gesichert sein. Ich will das Öl haben, verdammt. Hey, warum ist hier kein Fisch? Da ist viel Fisch, ja, aber... Also anscheinend gibt es nur Fische in dem tieferen Wasser? Pff, kann sein, ja. So, bau bitte... Wo ist es? Da ist es. Bau bitte davon welche. Mach bitte... Das zu...
Das kann ich von Hand zu machen. Ah, einfach nur so zwischendurch ein bisschen was von dem Wasser wegmachen. So, jetzt aber Fischis. Fischi, Fischi, Fisch. Da werde ich nicht ankommen, aber hier. Ah, sind schön viele am Strand. Das ist kein Fisch. Das ist kein Fisch. Oh, bist ein Fisch. Boah, jep, 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 jep. Das sollte eine Weile reichen. Guti. Element. So tapsel ich jetzt einmal rum. Ich muss nur vorsichtig sein mit, ja, genau, mit Spires und Colonies und Hydralisken-Dens und allem anderen, was da so noch relativ nah dran ist. Weil meine Theorie ist ja, wenn ich die Basis einmal aggro, ist das Spiel vorbei. Weil das so viele Viecher sind und meine Verteidigung das nicht halten kann. Also die Verteidigung ist okay von mir, würde ich sagen. Reguläre Angriffe sind gar kein Problem. Aber, ne, es sind halt nur reguläre Angriffe. Es sind dann immer, keine Ahnung, 3 Hydralisken maximal, ein bisschen Kleinkram. Das kann man einigermaßen gut mit den Türmen wegtackern. Aber wenn mal so eine komplette Riesenbasis wie da auf einmal kommt, das sind ja, keine Ahnung, 50 mal so viel. Ja, okay, es werden keine 150 Hydralisken sein, aber der ganze Kleinkram. Habt ihr gesehen, was da das eine Mal kam, als ich die Basis angegriffen hatte? Und die andere Basis da oben war nicht mal halb so groß wie die. Komme ich hier weiter? Nö. Wie viel habe ich jetzt? 1600. Das reicht, aber nur so ein bisschen. Ich, ah, da ist ein Fisch gespawnt. Komm her. Mit den super langen Armen. Ich stelle mir ein bisschen vor wie dem Octopus-Typen von Spider-Man. Mit so ganz langen Ärmchen, um das dann rauszufischen. Hier ist wieder flaches Wasser. Da ist die nächste Basis. Dann Scheinwerferlicht sehe ich kaum die Fische. Komm her. Ach, du willst zum Ufer? Das ist gut, komm her. Und ja, ich könnte auch einen Steg da reinmachen, aber ich weiß nicht, inwiefern das Spawnverhalten von den Fischen verändert. Und ich hätte ganz gerne schon einen sehr großen See in der Nähe, wo regelmäßig Fische spawnen, um halt genau dieses Essensproblem nicht zu haben. Wobei. Na, komm her. For Science und so. Ich mache jetzt mal hier einen Steg. So, da müsste ich alles, was in dem Wasser dazwischen spawnt, oh, alles, was dazwischen spawnt, müsste ich von hier aus greifen können. Und dann schaue ich einfach mal, ob so in 5-6 Folgen hier drin, im kleineren Gebiet, Fische nachgespawnt sind. Dafür müsste ich nur erstmal alle wegfischen. Aber das ist ja kein Problem. So, also hier drin scheint jetzt nichts mehr zu sein. Natürlich könnte es sein, dass jetzt von da unten die irgendwie so zufällig hier hochromern und dann da reinkommen. Das wäre dann unpraktisch für die Versuche hier, also für den Test. Aber das gucke ich dann später. Und wenn ich auch genug Steine habe, kann ich das oben ganz dicht machen und dann passt das auch. Und dieses flache Wasser kommt eh komplett weg. So. Oh, und es ist schon wieder Tag. Ja, ich sollte jetzt langsam auch mal losgehen und irgendwas angreifen, sonst wird das nie was. Die Basis da unten rechts zum Beispiel. Also nicht die, hier ist zu garstig und auch nicht die, sondern hier war irgendwo eine neue. Gucken wir mal, was ich da machen kann. Hier sind noch alte Reste. 2 alte Reste. Das Ding da meinte ich. Vielleicht ein bisschen weit ab vom Schuss. Aber es ist klein genug. Definitiv. Auch wenn es wahrscheinlich nur ein Alien-Artefakt bedeutet oder 2, aber ja, ist wenigstens machbar. Und danach könnte ich das noch versuchen. So. Ja, 62.000. Haben die jetzt alle immer so viel? Das ist echt ein bisschen garstig, oder? So. Oh, das war wieder ein zu wenig, ich glaube so. Ja,
Ja, Hauptsache die Königin ist tot. So, komm. Ah, da ist doch noch ein bisschen mehr. Gut. Die können durch Mauern laufen? Interessant. So, erstmal die Sache hier zerstören, damit da nichts nachspawnt. Artefakt, Artefakt. Sehr gut. Also die Pools bringen Artefakte, die Nursery bringt Artefakte. Das Nest auf jeden Fall, aber es sind 60.000 Hitpoints. Wobei, das geht einigermaßen gerade. Hab ich irgendwas erforscht? Also diese Genetik-Sache oder war 62.000 doch nicht so viel? Hätte schwören können, 70.000 rum war viel. Ich muss mal die großen Basen nochmal angucken. Was da so die Höchstwerte sind an Hitpoints, was die Nester haben können. Ach, vor allem ist es auch nur ein Nest. Es ist gar nicht so ein Hive-Dingens mit Stacheln und überhaupt. Okay, so 62.000 scheint nicht viel zu sein. Das ist gut, das ist gut. Dann muss ich jetzt dich leider wieder abbauen. Teilweise zumindest. Und Turm wurde vernichtet. Das ist nicht gut. Das heißt, wir haben jetzt einen Turm weniger, der Schaden macht und deswegen gehen noch mehr Türme drauf. Also eventuell muss ich gleich selber mit draufhalten. Und ich habe nicht genug Material dabei, um es neu zu bauen. Ja, schade. Wo ist mein blauer Punkt auf der Karte? Da ist mein blauer Punkt auf der Karte. 1, 2, 3. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow. Jetzt wollen wir her. Und die Königin ist dabei. Also, wenigstens habe ich das mal geschafft, eine Mauer drumherum zu bauen. So, das sollte als Ablenkung reichen. Wow. Ganz schnell irgendwas zerstören, was Sachen spawnt. Das da zum Beispiel. Weg. Oh ne, das ist das Wichtige. Da kommen Viecher raus. Das war ein garstiger Schwung. Also allein die Hydralisken waren, glaube ich, 4 oder so. Wobei, da war, glaube ich, ein Glitch. Also ich hätte schwören können, ich hätte 4 gesehen. 20.000, sehr gut. Also ich hätte schwören können, ich hätte 4 gesehen. Dann haben die sich irgendwie bewegt, dann standen sie alle auf einem Haufen. Und dann war es irgendwie nur noch einer. Kann das sein? Das sah sehr komisch aus. Sei es drum. Ich habe 6 Alien-Artefakte, das ist gut. Damit kann ich schon mal einen Grinder bauen. Wenn ich das Ding hier kille, habe ich 7. Und wir hätten theoretisch hier ein Illyrium-Feld mit, keine Ahnung, wie viel Illyrium noch drin. Oben über dem großen Eisenfeld auf der Minimap sehe ich noch eine Base. Da sollte ich aber vorwarten bis Tag ist, um Schilde zu generieren. So, Splush. 15 Stück. Wow. Das lohnt sich ja mal richtig. Ich habe vergessen, das Essen abzuliefern. Ja. Mit. Das schnell reparieren, damit alles besser stackt. So. Da oben hin. Das ist wieder Öl, ne? Das ist rosa, ne? Ja, das sind Ölfelder. Und da ist ein roter Punkt. Ich glaube, ich baue hier schon mal die Türme auf. Das sollte reichen. Und warte dann, dass es heller wird. Okay. Baue ich hier halt die Türme auf. Oh. Munition wird langsam knapp. Also wieder müssen wir draufhalten, auch die Königin. Brauche ich dann vielleicht nicht genug? Ah doch, Fuel Tanks sind okay.